Ja, meine Herren, dann herzlich willkommen am heutigen Tag hier im Presseraum der CC Arena. Bevor wir dann zum Punktspielteil kommen, möchte ich recht herzlich zwei weitere Gäste bei mir begrüßen. Lutz Pape, Organisator vom Matthias Pape Gedächtnisturnier, und unseren Drittliga-Akteur Michael Niemeyer, der kürzlich jetzt auch wieder ins Training eingestiegen ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Am Montag, am 24.10. beginnt der Vorverkauf für das Matthias Pape Gedächtnisturnier. Es ist die 16. Auflage. Spieltermin ist der 7. und 8. Januar 2017. Das ist ein Samstag und ein Sonntag. Diesbezüglich werden die Tageskartenpreise bei 7 Euro beginnen. Der Veranstaltungsort wurde ja gewechselt. In diesem Jahr, beim 15. Matthias Pape Cup, wurde das Turnier in der Getik Arena ausgetragen. Sehr erfolgreich sogar. Über 8000 Zuschauer waren an beiden Turniertagen anwesend. Darunter 20 hochkarätige Mannschaften. Und das Teilnehmerfeld wird sicherlich dann auch bei der nächsten Auflage nicht uninteressanter, sondern im Gegenteil wahrscheinlich noch viel spannender. Wir blicken gleich mal rein. Lutz Pape, erstmal herzlich willkommen bei uns. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen auf den Veranstaltungs- und Getik Arena eingehen. Hat sich denn dieser Wechsel bewährt? Ich möchte vielleicht aber trotzdem vorneweg ein paar Worte zum Turnier allgemein sagen. Ich möchte mich bei der Gelegenheit, das ist ja das erste Mal, dass ich in so einer Runde was zum Turnier sagen kann, mich bei denen bedanken, die über Jahre dieses Turnier gestaltet haben und zu dem gemacht haben, was es heute ist. Das fängt an bei den Initiatoren des Turniers, die Herr Kavus, der die Idee hatte, Herr Däumeland, Herr Weiß und Herr Meyer, die von Anfang an dabei waren und das Turnier, wie gesagt, zu dem gemacht haben, was es ist. Bedanken möchte ich mich auch bei den Sponsoren. Da sind viele dabei, die von Anfang an dabei waren und es kommen ständig neue dazu. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Es sind ehrenamtliche Helfer, genauso von Anfang an dabei und die machen dieses Turnier auch zu etwas Besonderem. Block U in den letzten Jahren zuständig für die gute Stimmung in der Halle, also alles, was man dazu braucht, um ein Turnier erfolgreich zu gestalten, hat sich im Verlauf der Jahre hier zusammengetan und hat uns letztendlich, und jetzt komme ich zu der Frage, 2015 da veranlasst, als wir gesehen haben, dass die Gießerhalle mit gefühlten 6000 Zuschauern an beiden Tagen aus allen Nähten geplatzt ist und wir zwangsweise uns nach einem neuen Veranstaltungsort umsehen mussten, wenn wir diesem steigenden Interesse des Turniers gerecht werden wollten. Und da hat es sich ergeben, dass der Herr Nizella zufällig anwesend war und wir hatten schon immer mal im Spaß eigentlich gesagt, Getik Arena wäre eigentlich der richtige Ort und da sagte er dann, es ist zufällig im nächsten Jahr zu dem Termin, den wir vorhatten, die Halle frei und wir könnten das probieren. Ja, damit war die Idee konkret geworden und wir hatten in dem Jahr dann sehr intensive Gespräche geführt, vor allen Dingen mit unserem Präsidium. Und da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, das Präsidium hat sich sehr ernsthaft mit diesem Thema befasst und war ja selber in vielen Aufgaben verstrickt. Es ging um den Aufstieg in die dritte Liga. Und obwohl das noch nicht klar war, dass wir die dritte Liga schaffen, hat man sich dazu durchgerungen, diese Entscheidung mitzutragen und die Getik Arena als neuen Veranstaltungsort zu nutzen. Es gab viele Skeptiker in den Anfangszeiten aus verständlichen Gründen. Sicherlich war man selber skeptisch, aber es war natürlich auch eine Herausforderung, die wir angegangen sind, weil wir uns dieser vielen Leute, die uns hier unterstützen auf den verschiedenen Gebieten, dieser Unterstützung sicher waren. Viele Sponsoren haben eine Schippe draufgelegt, weil natürlich die Kosten deutlich höher sind als in der Gieselhalle. Also all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass wir das angehen konnten und im Nachhinein muss ich sagen, das war schon überwältigend, was an den beiden Tagen da in der Halle passiert ist. Sowas hätten wir uns in den kühnsten Träumen nicht erdenken können und wir sind stolz, dass wir also dieses Turnier
durch den Wechsel in die Getik Arena nochmal auf ein neues, höheres Level bringen könnten. Ja, zu dem Gedanken des Wechseln muss man noch dazu sagen, dass wir das am Anfang gar nicht so bemerkt haben, aber dass einige Vereine wirklich mit dem Flair in der Gieselhalle nicht mehr zurechtgekommen sind und uns zu verstehen gegeben haben, also dort nicht nochmal. Ja, das waren Bayern München, Leverkusen, auch Mönchengladbach eine Zeit lang, der HSV. Also das war noch ein zusätzlicher Grund, der uns da bewogen hat, diesen Wechsel zu vollziehen. Genau, Sie haben das Teilnehmerfeld jetzt schon angerissen, hat sich auch ein bisschen verändert, eben auch aufgrund dieser besseren Bedingungen. Wie sieht denn das Teilnehmerfeld jetzt für die neue Auflage aus? Also wir haben nach wie vor 20 Teilnehmer und die Struktur ist so, dass wir auch zwei Qualifikanten wie in den letzten Jahren wieder dabei haben. Wir haben in diesem Jahr den Anteil der Erstligisten relativ hoch mit 13 Mannschaften. Und das sind angefangen mit dem HSV, mit Wolfsburg, Bremen, Schalke, Köln, Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Freiburg, Hoffenheim, Bayern, Augsburg und Hertha BSC, also hochkarätige Vereine. Zweitligisten sind diesmal Hannover und Braunschweig, dann wir natürlich als Gastgeber. Und dazu haben wir in diesem Jahr es geschafft, mit Hilfe von Mike Franz Tottenham Hotspurs einzuladen. Also das ist schon ein kleines Highlight und da freuen wir uns sehr drauf. Trotzdem haben wir unsere Stammgäste wie Cambridge United auch in diesem Jahr dabei. Und dann, wie gesagt, diese zwei Qualifikanten. Qualifikationsturnier findet am 25.11. statt, 16 Uhr in der Gieselhalle. Wir haben diesmal gedacht, wir machen das in zwei Gruppen, also 10 Mannschaften haben wir eingeladen. Wir haben eine Stadtgruppe mit Börde, TuS, Fortuna, Post und Ottersleben und eine Regionalgruppe mit Stendal, Halberstadt, Haldensleben, Schönebeck und Burg. Und wollen dadurch endlich absichern, dass auch eine Magdeburger Mannschaft dabei ist, weil natürlich in den vergangenen Jahren sich gezeigt hat, wenn Magdeburger Mannschaften dabei sind, das bringen da die Eltern, die bringen da sehr gute Stimmung mit in die Halle und das wollen wir natürlich nutzen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch Qualität und im Moment sind die Mannschaften aus der Region eigentlich ziemlich stark und eigentlich besser als die Stadtmannschaften und dem müssen wir natürlich auch Rechnung tragen. Ja, das ist für die Turnier. Das Turnier steht ja auch immer im Wandel der Zeit. Es gab mehrere Mannschaften oder Vereine, die an Sie herangetreten sind, etwas vielleicht am Turniermodus zu verändern. Gibt es da Veränderungen im kommenden Jahr? Ja, diese Problematik ist bei den letzten Turnieren immer mal von einzelnen Vereinen herangetragen worden, in diesem Jahr noch etwas forcierter. Und wir haben überlegt, wie wir dem Rechnung tragen können und haben jetzt, lassen den ersten Tag so komplett, wie er war. Also das heißt, da spielen wir die Gruppensieger aus am ersten Tag mit dem vollen Programm, wie immer. Und am zweiten Tag verzichten wir jetzt auf die Ausspielung der Plätze 19, also bis zu den hinteren Plätzen und geben deshalb den Mannschaften, die in der Gruppenphase auf Platz 4 und 5 stehen, in einer Lucky-Loser-Runde nochmal die Chance, dass die Gewinner dieser Lucky-Loser-Runde mit an dem sogenannten Achtelfinale teilnehmen. Das Achtelfinale wird dann so aussehen, dass der Gruppenerste gegen den neuen Tabellenvierten der Nachbargruppe spielt und so weiter. Also in diesem Zweiter gegen Dritten und ja, dann ist das Achtelfinale, dann spielen wir ganz normal das Viertel- und Halbfinale und Platz 3 und haben dadurch weniger Spieler. Und den Sonntag, der immer ziemlich, sag ich mal, angespannt war aufgrund der Vielzahl der Spiele, haben wir auch ein bisschen Platz dafür, um ein kleines Rahmenprogramm zu organisieren, was also sich in den letzten Jahren bewährt hat und wo wir also auch wieder auf der Suche sind, bestimmte Dinge da einzustreuen, einfach um Nachwuchssportlern oder Künstlern
wie auch immer, hier ein kleines Podium zu bieten, um die Stadt Magdeburg zu präsentieren. Michael, erstmal herzlich willkommen an unserer Seite. Du hast ja auch damals den Genuss gehabt, beim Papelkart mitzuspielen. Ich habe mal recherchiert, das war 2010. Ich habe auch ein Foto gefunden, vielleicht können wir das nachher mal rumreichen. Da hast du gegen den FC Bayern gespielt. Ja, so nach 6 Jahren, 5 Jahren, wie hast du denn die Entwicklung des Turniers wahrgenommen und wie war denn das für dich damals, damit zu spielen? Also für mich war das damals schon eine Riesensache. Also ich glaube, das war schon ein Riesenhighlight für mich. Wenn nicht sogar nur 15, das größte Highlight. Das war auch das erste Mal, dass ich vor so vielen Zuschauern gespielt habe. Und ja, es war schon eine coole Sache. Und wie du schon gesagt hast, in unserer Gruppe war auch unter anderem Bayern. Schalke war noch dabei und wir wollten denen natürlich auch zeigen, dass wir auch in Magdeburg Fußball spielen können. Und ja, es war schon wirklich eine coole Sache. Und ja, wie ich es jetzt wahrnehme, also oder die Jahre danach, wo ich dann aus der 15 raus war, ich war eigentlich fast jedes Jahr war ich dort und habe es mir auch immer wieder angeschaut, weil es ein Riesenturnier ist und es gab immer spannende Duelle, in der Halle passieren immer viele Tore und die Stimmung wurde auch von Jahr zu Jahr immer besser. Ich glaube, auch unsere Fans jetzt von Block U sind ja nach Jahr immer mehr geworden, die dorthin gegangen sind und das ist schon, denke ich, einmalig. Also Prädikat, inoffizielle U15 deutsche Hallenmeisterschaft verdient? Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen Ihrerseits, liebe Pressevertreter? Herr Nowak, bitte. Ja, eine Frage an den Veranstalter, noch Mitveranstalter. Riesenaufwand für dieses Turnier. Was kostet sowas? Ich sag jetzt mal, da ist ja eine Almmiete fällig. Kommt euch die Stadt da entgegen? Gibt es da, ich sag mal, sozialer Aspekt, Jugendarbeit? Gibt es da vielleicht einen Rabatt? Oder müsst ihr da wirklich richtige Sponsoren suchen gehen? Nein, also das muss ich sagen, die Stadt hätte ich vielleicht vorhin schon mit nennen können, die ist auf alle Fälle mit im Boot und die erlässt uns die Miete. Das macht sie jetzt aber nicht nur speziell für dieses Nachwuchsturnier, sondern allgemein für Jugendturniere oder Jugendaktionen, die in der Stadt stattfinden oder in der GTK Arena, also die brauchen keine Miete bezahlen. Aber die Kosten, die kommen ja trotzdem zusammen, Ordnungskräfte, Betriebskosten, was da alles dazugehört, das ist eine ganz andere Dimension. Und also ich sag mal, gut und gerne 50.000, 60.000 Euro an Kosten fallen an. Aber ich sag mal, das lohnt sich für so ein Turnier, wenn man das jetzt mal sieht, Zuschauer, die da kommen, Qualität des Teilnehmerfeldes und so weiter. Kann man sagen, dass das in der Altersklasse das beste Turnier in Deutschland ist? Also wir haben einen Konkurrenten in Ilshofen, die haben da so eine ehemalige Markthalle, also auch ein schönes Arena, so eine runde Halle. Da haben sie eine Woche, manchmal auch am selben Wochenende, ein gleiches Turnier, auch für U15, mit allerdings 15 Mannschaften. Ich sag mal, das ist schon eine echte Konkurrenz, aber die sind wie gesagt mit weniger Teilnehmern und auch mit weniger Zuschauern und deshalb betrachten wir das nicht als Konkurrenz, aber wir können nach dieser Aktion in diesem Jahr GTK Arena schon sagen, es gibt glaube ich kein Nachwuchsturnier in Europa, das mit solchen Zuschauerzahlen an 2 Tagen umgehen muss oder umgehen kann. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Bartels, bitte. Herr Bartels, gibt es denn auch Geld für die Teilnehmer oder eine Siegprämie oder umgedreht zahlen die Antrittsprämien, wenn die herkommen? Und vielleicht könnt ihr was zum Abend sagen, Unterbringung, da gab es ja früher mal so eine, ich sage nicht Players Night, bei U50 klingt das blöd, aber so etwas Ähnliches. Ja, das gehört natürlich auch zum Turnier dazu. Also wir zahlen Fahrtkosten für Mannschaften. Es gibt Mannschaften, die da relativ großzügig sind und sagen, wir nehmen nichts. Es gibt aber auch Mannschaften wie Bayern München, die lassen sich die Anreise eben auch komplett bezahlen. Ja. Die beiden Gäste aus England, Tottenham, die wollen auch einen Zuschuss für den Reisekosten von 500 Euro, was relativ moderat ist.
Cambridge United kommt schon seit Jahren ohne, dass sie von uns Geld wollen. Die genießen einfach diese herrliche Atmosphäre und sagen auch, das ist einmalig, was das ist. Was die Hotels betrifft, da haben wir auch schon seit Jahren immer die gleichen Hotels, die uns da immer großartig entgegenkommen und die Mannschaften zwei Nächte oder eine Nacht da beherbergen. Es gibt am Sonnabend die Trainerzusammenkunft, das ist keine Players Night, aber wir treffen uns da mit den Trainern und Betreuern in einem der Hotels, um den ersten Tag Revue passieren zu lassen. Und wir empfangen normalerweise die Mannschaften am Freitag, also es kommen in diesem Jahr wahrscheinlich 11 Mannschaften am Freitag schon an. Die empfangen wir in der Bowling World hier am Pfahlberg und machen mit denen Lockers Bowlen und die essen dort Abendbrot und gehen dann in die Hotels von da aus. Also das ist ein Prozedere, was eigentlich von Beginn an schon existiert und was wir auch so beibehalten und ja, was wir auch gut finden. Herr Thiemann. Herr Faber, Sie haben gerade eben die Trainerzusammenkunft genannt. Da, das ist ja bekannt, dass gerade auch bei Nachwuchsmannschaften auch bekannte ehemalige Bundesligaspieler jetzt auch Trainer sind da. Können Sie mal ein paar Namen nennen, wer jetzt in den letzten Jahren da war? Ich muss sagen, das ist eine Schwäche von mir, die Namen, da weiß der Hans vielleicht ein paar mehr. Das ist von Schalke, der Trainer. Dardai zum Beispiel war langjährig um 15 Trainer. Ja, bei Drömmler ist von Bayern dabei und von Schalke der kleine Landgraf. Ja, Koch, der ist auch schon ständig dabei. Also das ist ja die Wörns nicht auch mal irgendwie da oder so? Der ehemalige Nationalspieler? Hatte ich das Gefühl, jetzt war kann das sein? Schon mal da, ja. Ja? Okay. Alles klar. Dardai war vor 2 Jahren noch hier. Sie haben en passant die Bayern erwähnt. Wir haben vorher beide darüber gesprochen, dass Sie das Ziel haben, die Bayern wieder herzubekommen, die ja ein paar Jahre, ich weiß nicht wie viel jetzt, nicht Teilnehmer waren. Könnt ihr nochmal dazu was sagen, dass das ging, wenn ich Sie damals recht verstanden habe, die Initiative von den Bayern aus, dass die hierher wollten? Ja, genau, das war so lustig. Unmittelbar vor dem Turnier, war eine Woche vor dem Turnier. Rief mich da der Nachwuchsverantwortliche von Bayern an, das war ein gewisser Herr Wolf, und sagte, ja, wir würden gerne, in diesem Jahr ist es ja zu spät, aber wir kommen gerne wieder zum Turnier. Ja, das hat uns natürlich ein bisschen überrascht, aber hängt eben damit zusammen, dass die sich offensichtlich in der Gießerhalle mit dem DDR-Charme der Sanitäreinrichtung da nicht so richtig anfreunden konnten. Ja, und dann haben wir das perfekt gemacht und es war ohne Probleme. Herr Malik. Frage zum Fahrtkosten. Da kam mir in den Sinn, die Bayern kamen auch einmal aus einem Trainingslager im Mittleren Osten per Flugzeug. Die Fahrtkosten mussten nicht übernommen werden, oder wie war das ja noch so? Nee. Okay. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben wir für die Bayern 2000 Euro bezahlt. Das war mit dem Bus und nicht mit dem Flieger, ne? Da sind wir mit dem Flieger gekommen nach Berlin und dann mit ihrem eigenen Bus von Berlin. Okay. Dann noch die Frage der Sichtprämie, das hatte ich. Gibt es da was? Prämie für den ersten? Ja, wir haben seit 2 Jahren eine Sichtprämie, muss ich jetzt überlegen, 1000 für den ersten, 750 für den zweiten und 500 für den dritten. Gibt es noch kostenunabhängige Fragen? Gut, dann würde ich erstmal an der Stelle schließen. Vielen lieben Dank. Die beiden Akteure stehen jetzt noch für O-Töne zur Verfügung. Informationen gibt es natürlich auf der Pape-Cup-Seite, pape-cup.de, die ist heute aktualisiert worden. Sieht übrigens sehr, sehr gut aus, sehr empfehlenswert. Die Tickets gibt es, wie gesagt, ab Montag an allen bekannten Vorverkaufsstellen des 1. FC Magdeburg, online bei Eventum Sport und dem FCM Total in der Fanlage. Vielen lieben Dank.